Also dann herzlich willkommen im Stadtklang von Basel. Der ist etwa 500-600 Jahre alt und es gibt so eine geheimnisvolle Partitur, die ich jetzt entdeckt habe, wie man den Klang von der Stadt Basel spielt und sie sind mitgestalten. Das ist dann tatsächlich so, also meine Vision ist so, wenn wir jetzt den Klang hören können, dann werden wir ihn gestalten. Also wir können jetzt nicht einfach nur die Rosinen rauspflücken, sondern was ich Ihnen lehren will, ist, man Schritt für Schritt von oben durch die Steigen runter, da runter, die Klänge miteinander verhängt, ihnen einen Raum gibt und durch das auch überhaupt der Klang von der Stadt rauskommen kann. Nicht nur als Abfall ist, für etwas, was nicht tönt, sondern etwas aktiv ist. Und das ist wirklich eine Vision, die ich auch noch nicht ganz genau weiss, wie das geht. Es gibt ganz, ganz alte Traditionen von Stadtklängen, also nicht aus unserer Kultur, aber aus anderen Kulturen, wo eben genau das Bild da ist, dass ein Stadtklang eine 400-jährige Partitur hat. Und dass die Leute, die verantwortlich sind dafür, und das machen wir jetzt. Also die nächsten 400 Jahre haben wir jetzt zu tun. Sie sind aber nach den paar hundert Jahren, das ist jetzt tatsächlich ein Ort, der ist sehr alt. Wir haben da die Mauer, wir sind sie nachher noch älter. Ist eben ein schöner Ort mit dem Boden und der Mauer. Das ist ganz selten, dass der Boden und die Mauer aus dem gleichen Material sind. Und der macht da so eine Ecke und hat einen zweiten Echopunkt zum Rauschen von der Brücke. Jetzt vielleicht drehen Sie sich mal nicht, sondern hören Sie mal die Rauschen von hinten. Und dann hören Sie dann auch, und das müssen Sie mal selber ausprobieren, auch wo da gibt es einen Moment, wo das Echo aus dieser Mauer gleich stark ist wie dort. Und das wäre dann so ein ganz fantastischer Höhepunkt in diesen verschiedenen Spiegelorten und Schalllinsen, die wir heute entdecken werden. Dann hören Sie jetzt auch in dem Rauschen rein, das Motorboot, das so langsam in das Rauschen versinkt und oben das Tram, das drüber geht, in einen Bogen macht. Sie hören dann, dass das Tram eben wieder ganz reinfährt und einen riesen Bogen macht. Und wenn Sie so einen Geräusch nachhören, dann formen Sie das mit den Ohren. Sie geben dem einen Raum. Und genau das ist das Entscheidende. Also nicht nur der Raum besetzt mit den Klängen, sondern eben die Konturierungen nachzeichnet. Jetzt hört man so ein Motorboot, nicht mehr ein Motor, man hört noch so Stimmen oben uns. Und sonst ist das Rauschen. Und das hat eine gewisse Ruhe. Also da, wenn kein Schiff kommt und so, es ist ein erstaunlicher Ort vom Hörbalancen, von der Ruhe. Und sie hat ganz eine andere Körperspannung als noch ein paar Meter oben. Und wenn wir jetzt hier um die Ecke gehen, dann wechseln wir jetzt die Spannung. Wenn wir nur ein paar Schritte gehen,